Lieben, hier ist die Edith und ich möchte heute eine Frage beantworten von einem Zuhörer und zwar über die 144.000 Versiegelten. Da müssen wir natürlich in Offenbarung erstmal schauen, um was sich diese 144.000 Versiegelten, um was das sich das handelt, diese Definition. Also Offenbarung 7, da lesen wir, dass 144.000 von allen 12 Stämmen Israel versiegelt wurden. Diese Zahl 144.000 ist natürlich eine was? Eine symbolische Zahl. Okay? Ist eine symbolische Zahl und die Leute werden versiegelt. Und warum werden sie versiegelt? Weil sie halt weiterhin auf dieser Erde sind, während dem Zorn Gottes, der ja dann in Kapitel 8 anfängt. Ja, wir haben ja das gehört am Ende von Kapitel 6, dass der Zorn Gottes kommt. Und nun werden eben 144.000 versiegelt. Und ihr seht dann auch im zweiten Teil, ab Vers 6, glaube ich, 9, eine riesige Menschenmenge. Und diese riesige Menschenmenge, wisst ihr ja schon, da rede ich ganz kurz darüber, das sind halt eben die entrückten Heiligen, o Kirche oder Braut Jesu. Und wir sehen das auch jetzt gleich in Matthäus 25. Die 10 Jungfrauen. Das ist genau, überschneidet sich das mit dem hier, mit Kapitel 7. Die erste Gruppe sind die Versiegelten, die nicht entrückt worden sind. Das sind die törichten Jungfrauen. Und die Menschenmenge aus allen Stämmen sind die, die entrückt worden sind. Die Braut Jesu, die Jesus Christus geholt hat. Ja? Also, wir schauen uns aber heute genauer diese 144.000 an. Wie gesagt, diese 144.000 sind aus allen Stämmen von Israel. Aber die Stämme sind nicht so aufgeführt, wie sie original, also da waren bei Israel. Ja, also Jakob. Das sind nicht die original Kinder oder Söhne von Israel. Warum? Weil diese Nummer, also diese Stämme eh symbolisch sind. Ja, sie stehen symbolisch für alle Gläubigen, nicht nach dem Fleische oder nach dem Biologischen, sondern nach dem Glauben. Sie stehen alle für die Gläubigen, die eben weiterhin an Jesus Christus glauben, aber sie hatten nicht den Heiligen Geist, als die Entrückung stattfand. Sie waren nur gläubig, sie haben nur geglaubt, dass eben der Messias existiert. Die haben vielleicht auch geglaubt, dass eben sie gerettet sind, aber sie hatten nicht den Heiligen Geist. Und wir werden das jetzt dann später in Matthäus 25 ganz genau sehen. Aber zuerst zu diesen Versiegelten. Die 144.000 sind natürlich symbolisch. Ja, das sehen wir auch schon, dass 12.000 von Juda, 12.000 von Ruben, 12.000 von Gerd und so weiter und so weiter. Alles 12.000. Ja, das ist nicht eine normale Zahl. Das ist eine symbolische Zahl. Okay? Nein, es ist keine normale Zahl. Die Zahlen wären nicht so gleich, alle gleich, ja, wenn es wirkliche Zahlen wären. Und die sind halt 12 mal 12, 144.000. Okay, 12 ist auch eine symbolische Zahl, das wissen wir ja. Ja, 12 Aposteln, 12 Stämme, 12 Jahres, also auf 12 Monate, Stunde 12. Ja, 12 ist eine symbolische Zahl, aber trotzdem auch eine wirkliche. Aber es ist eine symbolische Zahl. Und so diese Nummer, diese Zahl ist symbolisch. Das ist nicht der Name von der Gruppe, sondern die Versiegelten ist der Name. Ja, die Gruppe heißt die Versiegelten. Ja, diese Gruppe wiederum enthält alle Gläubigen. Das war auch immer schon früher eben der Fall.
dass die alle Gläubigen sind. Alle Gläubigen Heiden wurden eben den Stämmen zugetan. Okay? Sie waren Teil von den Stämmen. Das heißt, diese Gläubigen, die da durchgehen, sind nicht nur jetzt von den biologischen Stämmen Israels, weil wir ja gar nicht wissen, wo 10 dieser Stämme sind, weil diese ja unter den Heiden gemischt sind, diese Stämme. Wir können das nicht mehr herausfinden, wer jetzt dann wirklich zu Israel gehört hat. Das ist wirklich schwer herauszufinden. Sie haben sich ja so gemischt, ja, so sehr gemischt über eine Zeit von was, 3000 Jahren, haben sie sich halt furchtbar gemischt mit anderen Völkern. Sie sind jetzt ein Teil geworden eben von den Heidenvölkern. Also ist das symbolisch. Ist ganz, ganz wichtig. Also, da wissen wir dann schon einiges davon. Dass sie, diese, nicht das Gleiche sind, die Gleichen sind, wie die im Himmel sind. Also die Braut, die entrückt worden ist. Sie sind hier auf der Erde und müssen jetzt durch den Zorn Gottes gehen, der jetzt kommt in Kapitel 8. Da müssen sie durchgehen. Das heißt, viele werden schon von den Katastrophen umgebracht, viele werden aber auch umgebracht, weil sie nicht das Mahlzeichen des Tieres annehmen, weil sie nicht diesem System folgen, weil sie sich gegen das System stellen. Und deswegen kann es sein, dass viele eben ihren Kopf verlieren. Ja? Aber viele sterben auch ganz normal. Und sie werden versiegelt, damit sie am Ende von dem Zorn Gottes wieder auferstehen können. Wenn wir nun zu Offenbarung 20 gehen, das sehen wir, dass da Menschen eben wieder auferweckt sind. Da muss ich dazu sagen, bevor wir da hingehen, die Gruppe, die in den Himmel geht, also die Heiligen, die Braut Jesu, die den Heiligen Geist hatte, die bekommen einen verklärten Leib. Und das können wir im 1. Thessaloniker 4 sehen. Es ist auch im Korinther, wenn ihr da nachforschen wollt. Aber ich nehme jetzt heute 1. Thessaloniker 4. Da steht ganz eindeutig, dass die Heiligen, die auferstandenen Heiligen und die Heiligen, die noch lebendig sind, einen verklärten Leib bekommen. Sie werden geändert in einem Augenblick, ja, und bekommen einen verklärten Leib. Ja, total anders. Keinen Leib mehr wie dieser Leib. Der Leib ist dann so wie der Leib von Jesu. Und Jesus konnte ja durch die Tür, also durch Wände gehen. Er brauchte nicht essen, er konnte aber essen. Ja, es ist ein verklärter Leib, ein anderer Leib. Und aber die Versiegelten, die bekommen einen normalen Körper und werden hier auf der Erde weiter leben. Das sehen wir in 20. Ja, da steht in Vers 4, dann sah ich Throne und sah, wie denen, die darauf Platz nahmen, die Aufgabe übertragen wurde, Gericht zu halten. Wer sitzt auf den Thronen? Das habe ich ganz eindeutig gesagt. Das sind eben die Heiligen, die im Himmel sind. Vor dem Zorn Gottes waren sie im Himmel, sind also entrückt. Und sie sind ja auf diesen Thronen, das habe ich gesagt, das können wir auch in Daniel 7 finden. Dass sie mit Jesus Christus ja co-regieren. Ja, sie helfen ihm nicht nur regieren, sondern sie sind Teil der sie sind Königin. Ja, sie sind Königin. Und deswegen sitzen sie auf einem Thron, weil sie Königin sind. Es wurde ihnen übertragen, Gericht zu halten. Über wen? Es waren die Seelen derer, die hingerichtet worden waren, weil sie sich zur Botschaft von Jesus Christus bekannt und an Gottes Wort festgehalten hatten. Sie hatten das Tier und sein Standbild nicht angebetet und hatten sich das Kennzeichen des Tieres
nicht auf der Stirne oder auf der Vorhand anbringen lassen. Jetzt wurden sie wieder lebendig und regierten 1000 Jahre lang zusammen mit Christus. Und ihr, das ist eigentlich gut, zusammen mit Christus. Aber das sind nicht, das ist nicht die Braut, ja, sondern das ist das Fußvolk. Sie bekommen wieder einen menschlichen Körper, nicht einen verklärten Körper. Das bekommen nur die, die auf dem Thron sitzen und die nun richten über diese, die wieder zum Leben kommen. Ja? Sie haben weiterhin an Jesus Christus geglaubt, auch nach der Entrückung. Ja, also nicht dabei waren. Sie haben sich nicht gebeugt diesem System. Und das sind sie nun. Und es steht hier, sie werden mit Jesus Christus auch regieren, aber in einem anderen Sinne wie die Heiligen. Sind ja, die Heiligen sind ja Regierende. Während die hier sind halt, werden halt eingesetzt auf der Erde. Vielleicht leiten sie halt die verschiedenen Nationen. Ja, ich denke, dass es halt so ist, dass sie verschiedene Nationen dann leiten. Ja, als Könige vielleicht auch oder Fürsten oder Sonstiges, wie man das nennt. Nicht König, weil ja Jesus Christus ist der König und sie sind dann Fürsten vielleicht, ja, die dann vor Ort die Nationen leiten. Und vor Ort halt alles dann leiten, was zu leiten ist. Ich kann mir das sehr gut so vorstellen. Weil wenig steht eben darüber, was nun diese 144.000 tun werden oder diese Versiegelten. Diese, die dann hinterher wieder zum Leben kommen. Mit einem Körper, nicht verklärt. Sie haben immer einen Körper. Und diese Leute werden aber weiterhin leben während im tausendjährigen Reich. Weil wir sehen ja in Vers 21 oder 22, dass die Blätter von den Bäumen von Neu-Jerusalem, sie sind heilend für die Nationen. Das heißt, die Nationen, also die Leute sterben nicht während dem tausendjährigen Reich. Sie werden geheilt durch diese Blätter, durch diese Medikamente, durch das Medikament oder diese Medizin. Ja? Diese 144 Versiegelten, oder ich brauche nicht mal 144, aber die Versiegelten, ja, Versiegelten, die dann wieder zum Leben auferweckt werden, nach dem Zorn Gottes. Sie werden auch die Gäste sein zur Hochzeit. Ja? Am Ende von dem Zorn Gottes, da wird ja die Hochzeit gefeiert. Und zu dieser Hochzeit sind sie dann eingeladen als Gäste. Und da müssen wir jetzt zu Matthäus gehen. Matthäus 24, und da sehen wir das wieder, wie diese Versiegelten eingesammelt werden. Okay, wir gehen zu Matthäus 24 und in 29 sehen wir den Zorn Gottes, der kommt. Ja, und dann am Ende vom Zorn Gottes wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen. Das ist in Vers 30. Ja? Und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Warum jammern sie und klagen sie? Weil sie ihn nicht akzeptiert haben als Retter oder als Bräutigam. Sie haben jetzt Angst. Viele, die noch übrig sind nach dem Zorn, die haben ja viele nicht vielleicht Jesus überhaupt angenommen. Und sie weinen und klagen, weil sie genau wissen, was Jesus schon gemacht hat, während dieser Schlacht, Armageddon-Schlacht, ja, dass er die ganzen Leute zerstört hat. Weil er jetzt kommt als Sieger und als Heerführer. Und dann haben sie Angst. Und er kommt jetzt in den Wolken und alle sehen ihn. Und dann in 31, er wird seine Engel mit mächtigen Posaunenschall aussenden und sie werden seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen.
von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Das sind diese Auserwählten. Das ist genau wieder das Gleiche wie in Offenbarung 7. Ja, das sind diese, werden diese Versiegelten gesammelt, die noch übrig sind. Viele sind natürlich schon umgekommen. Das sehen wir ja in Kapitel 20 von Offenbarung. Sie sind umgekommen schon, ja? Aber viele sind noch lebendig. Und die werden jetzt auch eingesammelt von den Engeln. Aber nicht gleiche wie die Braut. Die Braut wird weggenommen. Jesus selber wird sie wegnehmen aus der Erde. Sie sind, in einem Augenblick werden sie entzogen. In einem Augenblick stehen sie auf und bekommen einen neuen Körper und sind im neuen Jerusalem. Das ist ganz anders, wie jetzt die Engel, die ausgehen und diese Leute einsammeln. Diese Engel sammeln diese Leute ein für was? Für die Hochzeit. Ja, für die Hochzeit. Ja, wir sehen das dann auch und wir gehen jetzt nochmal zurück. Ich weiß, ich gehe jetzt hin und her. In Offenbarung 19 sehen wir das eigentlich auch. Und da steht, selig sind die, die zum Hochzeitsmahl geladen sind. Ich hoffe, dass ich es gerade jetzt schnell finde. Ich weiß es nicht, ob ich es gleich finde. Aber wenn ihr das nachschlagt, da steht nämlich, genau da. Da steht nämlich, dass die Braut sich vorbereitet hat in weißen Gewändern. Hier steht in Vers 9, also Offenbarung 19, 9. Der Engel befahl mir, schreibe, glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Ja? Das ist der Ruf an diese Versiegelten. Glücklich sind die, weil die Braut ist nicht eingeladen. Braut ist nicht eingeladen. Die Braut lädt ein. Sie sitzt auf den Thronen. Ja? Und wenn sie auf den Thronen sitzt, in Kapitel 20, dann lädt sie nicht ein. Dann ist sie nicht eingeladen, sondern sie lädt ein. Sie lädt nun die Gäste ein, die kommen sollen. Ja, und wenn sie auf diesen Thronen sitzt, dann sagt sie, ja, diese Menschen sind eingeladen. Und deswegen sagt er hier, selig, diese sind eingeladen, weil sie eingeladen sind als Gäste zur Hochzeit. Ja, sie sind nicht die Braut, sie sind die Gäste. Die Versiegelten sind die Gäste. Ja, ihr habt also nun ganz, ganz viele Verse, die ihr nachschlagen könnt, damit ihr seht, was mit diesen Versiegelten, ja, was die machen. Und das passiert halt diesen Menschen, die nicht zu der Braut gehören, aber weiterhin an Jesus Christus glauben während dieser diesem Zorn Gottes. Ja? Lass mich nochmal gucken, ob ich alles habe. Ja, ich habe schon gesagt, Guests to the Wedding werden von den Engeln eingesammelt. Ja, ich glaube, ich habe alles. Aber jetzt gehen wir da noch ganz schnell zum Matthäus. Matthäus 25, Leute. Ja, und da sehen wir nämlich das Gleichnis von den klugen und den törichten Brautjungfern, so heißt es, also Jungfrauen. Das Gleichnis von den klugen und den törichten Brautjungfrauen. Er hat ganz eindeutig gesagt, das müsst ihr wirklich lesen, das, wenn ihr das noch nicht kennt. Da waren eben 10 Jungfrauen, die haben auf den Bräutigam gewartet. 10 Jungfrauen, ja. Sie haben ausgesehen, sie hatten weiße Kleider an, sie sahen aus wie die Jungfrau, sie haben sich benommen wie die Jungfrauen. Sie haben gesagt, ja, ich habe Jesus Christus als meinen Retter angenommen. Aber von was haben sie sich unterschieden? Die 5 Klugen hatten
Öl in ihren Gefäßen, in ihren Öllampen. Und die Törichten hatten kein Öl in den Öllampen. Öl ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Immer wenn die Könige gesalbt worden sind, das sollte symbolisieren, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Ja, dass sie Weisheit haben vom Heiligen Geist. Also Öl ist symbolisch im Alten Testament für Geist. Lampe, Öllampe ist symbolisch für das Gesetz. Das heißt, diese Frauen, diese Jungfrauen haben auch das Gesetz gehalten. Sie hatten die Lampen. Ja, ganz wichtig. Sie haben sich nach den Gesetzen gehalten und trotzdem wurden sie nicht entrückt, weil sie nicht Braut waren, weil sie nicht mit Jesus Christus wirklich verbunden waren. Wenn ihr das noch mehr hören müsst, hört mein letztes Video an. Ja, da habe ich ja darüber geredet, wie wichtig es ist, dass wir den Heiligen Geist haben und dass wir wieder mit Geist verbunden sind. Dass wir die Früchte des Geistes bringen und nicht die Früchte des Fleisches, das aus dem herauskommt, dass wir eben das Gesetz halten. Öllampe, Gesetz. Öl, Heiliger Geist. Natürlich, Heiliger Geist ohne Gesetz geht ja auch nicht, oder? Nein. Aber das heißt nicht, dass wir die Gesetze halten, sondern durch den Heiligen Geist erfüllen wir die Gesetze. Wir tun uns da nicht auf die Öllampe, also auf das Gesetz konzentrieren, sondern wir sind verbunden mit dem Heiligen Geist und es ist ganz normal, dass man halt dann eben die Früchte des Geistes bringt, das Gesetz ist. Und so ist es eben da gewesen. Und diese Törichten, ja, standen vor der Tür, Leute. Gemal 8, sie standen vor der Tür in Gemal 8, wo war das? 10. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 5, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Ja, Hochzeitssaal. Das nennt man im Hebräischen oder im Jüdischen Huppa. Das ist das neue Jerusalem, das Jesus Christus für diese Braut vorbereitet. Ging in den Hochzeitssaal. Das ist noch, da ist noch nicht die Feier. Steht noch, die Feier findet erst statt danach. Ja, nach dem Zorn Gottes. Und rief, Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Oh, seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Hier sagt er ganz genau, Tag noch die Stunde. Er sagt nicht das Jahr oder was weiß ich was oder ja, das Fest, sondern er sagt Tag und Stunde. Aber er sagt das wiederum, weil das halt eben auf dieses Rückkehr von dem Bräutigam ein Symbol ist für die Rückkehr vom Bräutigam. Auch ein Symbol für das Fest der Trompeten. Deswegen sagt er das hier, weil er zeigt drauf, ihr wisst nicht genau, wenn die Stunde ist und der Tag, aber ihr wisst, dass es an einem Ta Fest der Trompeten passiert. Ganz, ganz wichtig. Ihr müsst nämlich da alles lesen. Wie schlimm muss es sein, wenn man merkt, man ist zurückgelassen und muss jetzt durch den Zorn Gottes? Wie schlimm muss das sein? Zorn Gottes ist ganz schön schlimm, Leute. Ihr habt es gelesen, hoffentlich, in Kapitel 8 bis 11 von Offenbarung und in Kapitel 16. Wir haben ja das lang genug besprochen
als ich diese Videos gemacht habe über die Offenbarung. Ihr könnt es ja nochmal nachschauen auf Playlist. Was ist es nochmal unter Geheimnis der Offenbarung? Ja, oder Offenbarung auf Deutsch oder so irgendwas. Ja, schau das nochmal nach. Aber ich wollte jetzt speziell eben darauf eingehen, auf diese 144.000. Oh, ich sag schon wieder 144.000. Nein, das sind die Versiegelten. Weil wir haben ja 144.000 auch in Kapitel 14, das aber nicht die Versiegelten sind. Das ist auch wichtig, vielleicht hier anzubringen, dass in Kapitel 14 der Offenbarung auch die Zahl 144.000 genannt wird, aber diese Zahl ist für eine andere Gruppe, ist es für die Gruppe, für die zweite Gruppe, also für die große Schar. Das sind die Gläubigen, das sind die, nicht die törichten Jungfrauen, sondern die klugen Jungfrauen. Aber die Zahl wird auch benutzt, 144.000, weil es ja eine symbolische Zahl ist für die ganze Anzahl von Leuten. Ja, die ganze Anzahl, komplette Anzahl steht diese 144.000 für. Das müsst ihr eben wissen. Und es sind nicht 144.000, sondern es sind Versiegelte. Die komplette Anzahl der Versiegelten, die jetzt durch diesen Zorn Gottes gehen müssen. Ich wünsche niemand, dass er durch diesen Zorn Gottes gehen muss. Wenn ihr dieses Video findet, nach der Entrückung, Leute, ja, dann tut ihr mir leid. Tut ihr mir leid. Warum? Weil ihr euch verführen ließt. Ihr habt euch verführen lassen von diesen vielen falschen Lehrern, die euch alle möglichen Dinge erzählt haben. Und ihr habt denen, ihr seid denen nachgefolgt. Und seid jetzt übrig geblieben. Jetzt müsst ihr halt durch schlimme Zeiten gehen. Es ist genug, dass wir jetzt schon durch schlimme Zeiten gehen und dass wir sehr verführt sind. Das ist schon schlimm genug, Leute. Aber es wird wirklich noch schlimmer. Es wird wirklich noch schlimmer. Aber ich komme jetzt zum Ende. Es wird etwas ein kürzeres Video, aber ich hoffe, dass es geholfen hat, dass ihr dies nochmal genau seht, was sich auch mit diesen Versiegelten auf sich hat. Wenn ich irgendwas vergessen habe, lasst mich's wissen. Kann ja auch sein, dass ich irgendwas vergessen habe. Aber liest auch nochmal in Matthäus 25 also ganz durch. Das ist so eindeutig. Es ist so hunderteindeutig, ja, dass es eben von diesen zwei Gruppen zu tun, über diese zwei Gruppen hier redet. Die Törichten, die durch den Zorn Gottes mussten, und die Klugen, die Jesus Christus entrückt hat vor dem Zorn Gottes. Um das geht es hier. Also, lasst den Heiligen Geist euch leiten, immer.